Herzlich willkommen zum Journal am Dienstag. Jede Frau wünscht ihn sich doch, den ganz besonderen und so richtig romantischen Heiratsantrag. Ich habe den perfekten Bürostuhl für mich persönlich gefunden. Meinem Chef wird der wahrscheinlich nicht so gut für die Arbeit gefallen. Kurz nach 14 Uhr kam sie zur Welt. Schade eigentlich, denn ein bisschen später und sie hätte den Ruhm einstreichen können, der jetzt Martin Schulz gehört. Ja, liebe Zuschauer, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der obligatorische Glühwein. Für mich selbstverständlich ohne Alkohol, weil ich muss ja noch arbeiten. Das Tagebuch eines Landfahrers ist Kult geworden. Wir haben mit Jasmin Robatto geredet, die zurzeit in Kütei in Tirol eingeschneit ist. Zuschauer, ich habe es endlich geschafft. Ich bin am Ziel auf The Rock in diesen wahnsinnigen Wassermengen hier beim Rheinfall in Schaffhausen. Haben Sie, genau wie ich auch, den weiblichen Schuhtick und sind Ihnen die Männer auch bis heute ein Rätsel? Am Sonntag dürfen die Bürger des Landes per Volksentscheid abstimmen, ob das Mammutprojekt Stuttgart 21 kommen soll. Wichtig dabei, ja heißt nein und nein heißt ja. Auf der einen Seite große Freude bei den Grünen. Und da freut sich gerade auch jemand sehr. Habe ich gerade meine Fahrt mit dem Gecko hinter mir. Es hat irre viel Spaß gemacht. Es ist ein ganz anderes Fahrradfahren. Das war das Journal am Donnerstag. Morgen gibt es natürlich wieder frische Nachrichten aus der Region. Unter anderem gehen wir auf die Spuren des Krümelmonsters. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Tschüss.